So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der neue Bulliland Velociraptor mit der Nummer 61312. Gehört zu den Mini-Dinosauriern und hat hier eine Länge von sage und schreibe 10 cm. Eine Höhe, da muss ich ihn erstmal von seinem Display hier befreien. Extra mit einem kleinen Gummi hier festgemacht. Jawohl. Hoffen wir mal, dass das was geholfen hat. Aber es hat nichts geholfen, Bulliland. Nicht ganz optimal. Die Beine hat es verzogen. Ja, da hilft auch der gefiederte Schwanz nichts. War wahrscheinlich als Tripod gedacht, aber er kann nicht stehen. Nicht schlimm, einfach unter warmem Wasser zurechtbiegen. Dann ist das Problem hier beseitigt. Aber Höhe kann ich trotzdem messen. Ich komme hier nur auf 4,7 cm, also keine 5 cm. Das ist es nicht. So, ich mache hier gleich noch das Fähnchen weg. Das kann man irgendwie dieses Jahr wunderbar bei allen über die Füße hier ziehen. Ne? Ist Gummi das Teil. Bricht auch nicht durch. Könnt ihr wieder drüber schieben, wenn er da Wert drauf legt. Ne? So, also mal gucken, wenn ich das hier ein bisschen hochbiege, ganz zart. Ich sage gern, eigentlich nimmt man warmes Wasser, dann kann man das zurechtbiegen, dann steht er auch. Guck mal, jetzt bleibt er stehen. Ist also überhaupt kein Problem. Ja, wir haben hier einen bunten Gesellen, der mir wirklich extrem gut gefällt. Es gibt einen großen, den gibt es auch schon ewig im Programm. Ziemlich wildes Kerlchen, den gibt es sowohl als Softplay-Figur, als normale Aufstellfigur und jetzt hier halt auch als Mini. Hier haben sie die Farben ein bisschen anders definiert. Auch krasser Geselle, sieht auch ein bisschen retromäßig aus, aber nicht ganz so extrem wie die Figuren, die ich euch bisher vorgestellt habe. Ja, also der hier könnte tatsächlich jetzt von 2020 sein, wenn er mich fragt, weil der ist wirklich nett gemacht, hat auch nette Details. Es ist alles ein bisschen gröber bei Bulliland. Hier dieses Federnkleid oder Fell, was auch immer das sein soll, nicht ganz so fein gearbeitet, eher gröber. Und man sieht hier auch durch den Unterschied zwischen Federn und Fell, wie auch immer das gedacht ist. Ja, ja, ich würde sagen, ich beginne hier auch wieder mit dem Kopf und ich bin hier wieder voll des Lobes, wie viel Aufmerksamkeit Bulli hier den Farben gibt. Das finde ich großartig. Und es wurde auch tatsächlich sauber bemalt. Guckt euch das an. Das Auge wurde sauber gesetzt. Man hat sogar schwarz vorgetupft, einen gelben Klecks reingemacht und nochmal einen schwarzen Punkt draufgesetzt. Das Maul haben sie hier wieder schwarz bemalt, aber ihr seht hier eine rote, eine ganz dunkelrote Zunge, die hier etwas nach oben steht. Dann diese indianerartige gelben Dreiecke über dem unteren Maul. Nicht ganz so schön finde ich diese Gussnase, die sich hier über den Unterkiefer bis in den Hals reinzieht. Das ist nicht ganz so Welle Wahnsinn. Übrigens, Material haben wir hier auch wieder ein Gummi, würde ich sagen. Aber es ist nicht so das typische Bulli-Gummi, wie man es von früher gewohnt war. Ja, es ist ein bisschen anders. Also hier Kopf auch wieder relativ grob modelliert, ganz einfach. Ihr seht hier wieder dieses typische Punktmuster. Also ja, wenn gar nichts geht, dann nimmt man halt Punktmuster. Das finde ich ein bisschen schade. Aber trotzdem hat dieses Vieh seinen Reiz, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Dann hier diese, ja, Federn am Kopf, die sie hier blau bemalt haben, in einem schönen Blau, muss man auch dazu sagen. Dann hier die Farbe, das ist so ein ganz dunkles Senf. Ne? Hier vorne geht es so leicht in ein braunstichiges Rosa rein. Also das, also ihr seht ja, viele Farben und vor allem auch die Krallen schwarz bemalt und die stehen hier sogar ab. Ne? Auch die Struktur der Finger ganz grob gemacht. Dann sehen wir hier ein paar Federchen, Blauverlauf wieder in. Ja, was ist das für eine Farbe? Boah, das schimmert so dermaßen, du kannst gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, sie haben hier auch wieder schwarz genommen. Aber das schillert so dermaßen. Lasst euch eh durch die Farben, was meine Kamera hier einfängt, nicht täuschen. Die kommt da manchmal auch ein bisschen durcheinander. Hier geht es jetzt direkt mit dieser Figur, aber beurteilt eine Figur immer erst, wenn sie vor euch auf dem Tisch steht. Nie von Bildern, auch nie von Videos und so weiter. Beurteilt die Figur immer, wenn ihr sie live vor Augen habt. Sonst werdet ihr der Figur nicht gerecht. So, dann, ja, die Federn gehen hier über in dieses Fellartige. Das fängt ja auch schon am Hals an. Ne? Der Hals unten übrigens schöne Falten und oben dieses Fellartige. Das ist, also der Kopf ist schon mal echt nett geworden. Ja, hier unten auch ganz einfach, das seht ihr ja. Ne? Aber ihr seht die
Federn und Krallen auch von unten modelliert. Da sieht man die Querstreifen am Hals. Hier unten geht es wieder ja, in Fell oder Gefieder über. Das kann man so interpretieren, wie man es möchte. Auch hier die Federn noch nett modelliert. Ebenso wie die Finger, die Krallen. Hals seht ihr eher so ein Streifenmuster. Ja. Und über den Rücken auch so eher hochstehende Federn oder Fellbüschel. Das gefällt mir gut, auch wie ungleichmäßig dieses Fell hier verläuft. Ne? Ihr seht, dass hier einige Haare immer rausstehen und das ist sehr reizvoll. Das gefällt mir gut. Dann geht das Ganze federmäßig weiter bis zu den Knien. Dann haben wir irgendwie ganz dicke Schuppen. Alter, wie krass ist das denn? Ne? Und dann wird es hier hinten eher wieder ein bisschen vogelähnlich, bis wir hier zu den Krallen kommen. Und ihr seht hier auch eine kleine Sichelkralle. Ja, was heißt klein? Für das Modell schon ziemlich ordentlich, ja. Und guck mal, die Innenseiten der Schenkel, genauso wie unten, wurde hier noch ein Hellgrau bemalt. Also wirklich extrem aufwendig. Und hier geht es wieder in dieses Rosa mit rein. Aber sie haben hier noch eine andere Farbe drüber gebürstet. Das ist doch krass. Ist echt krass. Also das ist wirklich eine aufwendige Bemalung. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, und dann zieht sich dieser schwarze Streifen hier über diese Rückenbüschel bis in den Schwanz rein, auch der wurde noch nett gestaltet für die Größe, das ist okay. Ne? Ihr seht ja, in der Mitte ist es erhaben und nach außen sehen wir wieder eher diese Federn. Von unten sieht es so aus, hier haben sie ein dunkelbraun hingesprüht und das Schwarz ist hier trotzdem am Rand noch zu sehen, also ein kleiner Farbverlauf. Auch hier wieder kein Datum, ich sehe nur Bulli, so sieht er aus, unser Mini-Velociraptor von Bulli. Also ich finde ihn echt reizvoll, auch von der Pose her, ist klasse. Kopf leicht schräg gestellt, die Arme ausgebreitet, also wie gerade hier am Angriff oder am Laufen. Wunderbar eingefangen. Und wenn ihr den Schwanz ein bisschen nach hinten biegt oder entsprechend die Beine, dann klappt es auch mit dem Stehen. Wird sich natürlich wieder die ursprüngliche Form suchen und nach vorne kippen. Ja, gerade sage ich es doch. Aber ein bisschen warmes Wasser und er kriegt es hin. Es gibt übrigens auch Figuren, da braucht ihr eigentlich nur einen Föhn und die Beine oder die verbogenen Teile gehen wieder in die Ursprungsform zurück. Das gibt's auch, müsst ihr probieren. Aber mit dem Föhn um Himmels Willen nicht zu nah rangehen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall. Mit warmem Wasser passiert euch halt nicht, dass die Figur irgendwie verschmilzt oder so. Ihr wisst, was ich meine. Also, schöner Velociraptor, ganz ehrlich, Minifigur, gefällt mir eigentlich von... Ach, ich kann nicht sagen, dass mir der am besten gefällt. Er ist halt wirklich extrem aufwendig gemacht. Hoffe aber trotzdem, dass Bulliland die ganze Dino-Reihe überarbeitet und zeitgemäße Figuren bringt. Mit schönen Details, wie man es halt 2020 sehen will. Ja, so eine Serie ist nett, aber auf Dauer würde ich da dann auch irgendwann aussteigen, ganz ehrlich. Das ist schön für die Erinnerung, die guten alten Tage, 80er, Anfang 90er Jahre, da gab es solche Figuren. Schön, sowas mal wieder zu sehen und das vor allem halt auch in neu. Ne? So, ich hoffe mal, dass er wenigstens jetzt hier nochmal kurz stehen bleibt. Dann stelle ich die hier alle nochmal auf. Der Allosaurus, der Dimetrodon, der Triceratops und hier haben wir noch den Stego. Ja, und so sieht es aus, wenn die alle nebeneinander stehen. Wie gesagt, mir fehlt noch der neue T-Rex, auch eine Minifigur, gehört da eigentlich auch noch dazu. Ein nettes Fünfer-Set, was ich hier bisher auf dem Tisch stehen habe. Also wirklich alle mit Liebe bemalt, das muss man Bulliland ganz klar zugestehen. Das ist schön gemacht, aber man muss halt diesen Stil, diesen Look, den muss man tatsächlich mögen. Und dazu wünsche ich Bulliland wirklich viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen, aber bitte überarbeitet eure Dinos, bringt zeitgemäße neue Modelle. Das würde ich mir als Sammler wünschen. Und ich glaube, da stehe ich nicht alleine da. Weil schöne Dino-Modelle und dann auch noch aus Deutschland, das wäre großartig, Bulliland. Wirklich großartig. Nicht nur alleine auf die Lizenzfiguren verlassen. Mit Dinos kann man vieles reißen. Es gibt wahnsinnig viele Sammler für Dino-Figuren. Aber wem sage ich das? Das müsste Bulliland wissen, ne? Leute, das war's zum neuen Mini-Velociraptor von Bulliland. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen. Ich lasse den Velo noch drehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Ruppi. Yay!